AVM hat kürzlich den Repeater 6000 herausgebracht. Der wird aktuell bei Amazon für ungefähr 203 Euro verkauft. Der Vorgänger, der Repeater 3000 wiederum, wird für 116 Euro aktuell verkauft. In diesem Video klären wir, was die Unterschiede sind und wann und für wen sich der 3000er lohnt und für wen sich der 6000er lohnt. Los geht's nach dem Intro. Kommen wir erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Die prinzipielle Konzeption beider Repeater ist dieselbe. Wir finden an beiden Repeatern zwei LAN-Anschlüsse und drei WLAN-Antennen. Von diesen drei WLAN-Antennen funken zwei im 5 GHz Band und eine im 2,4 GHz Band. Wo liegen also die Unterschiede? Die sehen wir schon zum Beispiel beim LAN-Anschluss. So hat der Repeater 6000 einen der beiden LAN-Anschlüsse mit einer Kapazität von 2,5 Gigabit pro Sekunde. Bei dem 3000er haben wir zwei LAN-Anschlüsse mit jeweils einem Gigabit pro Sekunde. Der interessanteste Unterschied dürfte allerdings das WLAN sein. Und hier hat AVM mächtig aufgerüstet im Vergleich zum 3000er. Und so erfahren wir jetzt auch, dass diese Bezeichnung 3000 und 6000 von der Gesamtkapazität aller WLAN-Antennen kommt. Der 3000er unterstützt WLAN AC, also den WLAN Standard 5. Der 6000er hingegen unterstützt schon WLAN AX, also der neue WLAN 6 Standard. Glücklicherweise habe ich eine Fritzbox 6660 und einen eingebauten AX200 Chip in meinem Laptop, so dass ich quasi die Kette durchgängig mit WLAN 6 bespaßen kann. Und das werden wir im Folgenden uns mal anschauen, welche Vorteile uns im WLAN das bringt. Gleich vorneweg, so wie ich jetzt getestet habe, ist das natürlich keine Laborumgebung. Das ist einfach die echte Welt, so wie sie bei mir zu Hause ist. Und ich habe den Repeater einmal aufgestellt, den mit der Fritzbox verbunden und dann mit meinem Laptop versucht, einen Geschwindigkeitstest zu machen. Wie sieht also mein Setup aus? In einem Zimmer steht am Cable-Anschluss die Fritzbox 6660 Cable. Diese unterstützt, wie schon gesagt, ja auch WLAN AX und kann sich über diese Backhaul-Antenne dann mit dem Repeater 6000 verbinden. Was meine ich mit Backhaul-Antenne? Naja, der Repeater 3000 und 6000 haben ja drei WLAN-Antennen. Eine davon ist dediziert dafür gedacht, dass er sich mit der Fritzbox, also dem Hauptrouter, verbindet. Beide Antennen funken im 5 GHz Band. Das hat erstmal ganz allgemein den Vorteil, dass nicht wie früher bei einem Repeater die Bandbreite immer reduziert wurde, sondern dass wir hier wirklich durch diese getrennten Antennen sehr hohe Bandbreiten erreichen können. Oder sehr hohe Geschwindigkeiten, um es genauer zu sagen. 5 GHz hat aber so ein bisschen den Nachteil im Vergleich zu 2,4 GHz, dass sich dieses Frequenzband eben nicht so gut ausbreitet im Raum. In der Praxis heißt das, der Repeater muss näher an der Fritzbox stehen, um eine gute Verbindung zu haben. Und wie ich auch schon in anderen Videos erklärt habe, muss man sehr genau darauf achten, wie und wo man den Repeater platziert, um auch wirklich gute Ergebnisse zu bekommen. Was habe ich also gemacht? Meine beiden Geräte stehen quasi Wand an Wand, also so Rücken an Rücken. Da ist wirklich nur eine Wand dazwischen und sonst nichts, also kaum Luftlinie dazwischen, also vielleicht nicht mal ein ganzer Meter ist zwischen diesen beiden Geräten. Das sorgt dafür, dass die beiden Geräte sich sehr gut im 5 GHz Band eben erreichen können und das WLAN entsprechend gut weitergeben können. Ich habe mich nun mit meinem Laptop, mit dem ich also die Geschwindigkeit testen wollte, wieder einen Raum weitergesetzt. Also ist auch hier eine Wand zwischen Repeater und Laptop. Insgesamt durchquere ich jetzt also zwei Wände, um ja wieder zu meiner richtigen Fritzbox zu kommen. Alles, was ich jetzt hier getestet habe, ist im 5 GHz Band passiert. Das ist deshalb bemerkenswert, weil ja die Ausbreitung von 5 GHz relativ gering ist. Natürlich kann sowohl die Fritzbox als auch der Repeater im 2,4 GHz Band funken. Das sollte aber wirklich nur dann passieren, wenn die Entfernung zum Access Point so groß ist, dass anders keine Verbindung mehr möglich ist. Ich habe zwei Dinge gemessen. Zum einen die Geschwindigkeit, die ich bekomme, zum anderen die Latenz. Um die Geschwindigkeit zu messen, habe ich einmal auf einen Internet-Speed-Test zurückgegriffen. Da ich einen Gigabit-Anschluss habe, zumindest beim Download, kann ich hier ganz gute Werte erreichen. Allerdings können ja auch im Internet Störfaktoren auftreten und die möchte ich natürlich jetzt nicht in meine Messung integrieren. Deshalb habe ich die Ergebnisse nochmal mit iPerf gegengetestet. Mit iPerf kann ich direkt zur Fritzbox einen Speedtest machen, also von meinem Laptop zum Repeater zur Fritzbox.
und nicht ins Internet. Die beiden Ergebnisse aus dem iPerf-Test und dem Speed-Test im Internet habe ich abgeglichen und am Ende war die Diskrepanz minimal, also die waren quasi deckungsgleich die Ergebnisse und somit kann ich hier auch ein konsistentes Ergebnis präsentieren. Einen Repeater stelle ich ja deshalb auf, weil ich an einer bestimmten Stelle oder an mehreren Stellen im Haushalt eben einen schlechten oder gar keinen WLAN-Empfang habe. Und genau das möchte ich jetzt mal demonstrieren, wenn ich jetzt an meiner Teststation einfach eine Verbindung direkt zur Fritzbox herstelle. Dazu habe ich beide Repeater abgeschaltet natürlich. Mein Laptop verbindet sich jetzt also direkt zur Fritzbox. Da bei diesem Setup zwei Wände zwischen Fritzbox und meinem Laptop liegen, habe ich hier nur Empfang im 2,4 GHz Band und habe entsprechend nur eingeschränkte Geschwindigkeiten. Mein Test hat ergeben, dass ich da auf ungefähr 54 Mbit pro Sekunde komme. Aber nur in die Senderichtung, in der Downloadrichtung sah es noch schlechter aus. Da war ich deutlich unter 50 Mbit pro Sekunde. Und wie versprochen habe ich natürlich auch die Latenz mal getestet. Ich habe mal Richtung Fritzbox einen Ping abgeschickt und hatte dort immer wieder größere Ausreißer. Gerade im WLAN oder im Heimnetz sollte sich die Verzögerung der Latenz im einstelligen Bereich bewegen. Bei meinem Ping-Test sieht man, dass es immer wieder Ausreißer gab, zum Beispiel 110 Millisekunden oder mal 20 Millisekunden. Die Latenz ist vor allem dann wichtig, wenn man Gamer ist und auf eine Echtzeitanwendung angewiesen ist oder wenn man zum Beispiel in Videokonferenzen unterwegs ist. Wenn ich dann also diesen Test wiederhole, vom Endgerät ins Internet und nicht nur zur Fritzbox, sehe ich im Grunde das gleiche Ergebnis, dass ich hier immer wieder Ausreißer dabei habe und die Latenz insgesamt sehr instabil ist. Gut, das sagt natürlich jetzt noch nichts über den Repeater 3000 oder den Repeater 6000 aus. Aber als Referenz ist es doch mal interessant zu sehen, welche Verbesserungen ich mit einem Repeater jetzt erreichen kann. Im Online-Speed-Test konnte ich mit dem Repeater 3000 255 Mbit pro Sekunde als Mittelwert erreichen. Der iPerf Speedtest hat das Ergebnis dann im Grunde nochmal bestätigt. Hier konnte ich 255 Mbit pro Sekunde erreichen. Die Latenz hat sich auch deutlich gebessert. Ich habe jetzt so 4, 5, 6 Millisekunden Verzögerungen bis zur Fritzbox. Und das ist für einen Repeater ein recht gutes Ergebnis, würde ich mal sagen. Die Latenz ist ziemlich stabil und befindet sich im unteren Bereich, also auch da haben wir eine deutliche Verbesserung zum Vergleich ohne Repeater geschafft. Wenn wir jetzt nochmal eine Ping Richtung Internet schicken, wird das Ergebnis auch nochmal bestätigt. Zwischen den verschiedenen Latenzen gibt es keine große Varianz, also wir sind alles in einem ähnlichen Bereich. Damit haben wir jetzt vom Repeater 3000 die Werte bekommen, die wir jetzt zum 6000 gleich mal vergleichen können. Ich habe also mein gleiches Setup wieder aufgemacht, ich habe den Repeater wieder mit der Fritzbox verbunden und an die gleiche Position gestellt und meinen Test auf dem Laptop abgefeuert. Und das Ergebnis deckt sich so ein bisschen mit den Werbeversprechen von AVM. Also zumindest auf einer abstrakten Ebene hat ja der Repeater 6000 das Doppelte an Geschwindigkeit im Vergleich zum Repeater 3000. Und genau das konnte ich quasi auf das Mbit nachvollziehen. Ich habe jetzt also statt in 250 Mbit 490 Mbit pro Sekunde gemessen. Zumindest Richtung Internet. Bei iPerf wiederum hatte ich einen Wert von 515 Mbit pro Sekunde. Also die liegen auch wieder sehr nah beieinander. Auch hier habe ich jetzt natürlich wieder die Latenzen gemessen und zwar Richtung Fritzbox. Und das Ergebnis ist überraschend, denn die Latenzen sind schlechter als beim Repeater 3000, sind nämlich deutlich höher. Die sind immer noch in keinem schlechten Bereich, sie sind immer noch einstellig und ich habe auch keine großen Ausreißer entdecken können. Trotzdem haben wir hier eine klare Verschlechterung zum Repeater 3000. Die Verschlechterung ist relativ marginal und wird man wahrscheinlich im echten Betrieb gar nicht bemerken, trotzdem ist es natürlich ein interessantes Ergebnis. Es könnte daran liegen, dass der Repeater 6000 halt relativ neu ist und noch nicht so viele Firmware-Updates gesehen hat, die seine Performance immer weiter verbessern. Um es ein bisschen spöttisch zu sagen, der Repeater 3000 ist halt schon deutlich länger beim Kunden gereift.
Trotzdem finde ich diese Ergebnisse interessant, weil eigentlich WLAN 6 auch für eine bessere Latenz sorgen sollte. Und hier haben wir ja drei Geräte, die alle WLAN 6 unterstützen, was ja beim Repeater 3000 nicht der Fall war. Da habe ich einen Bruch gehabt, da der Repeater 3000 ja nur mit WLAN AC und nicht mit WLAN AX zurechtkommt. Ich hoffe, dass es hier noch Updates geben wird und sich das Ganze nochmal verbessern wird. Ansonsten ist der Test jetzt hiermit abgeschlossen. Ich würde mich über ein Abo freuen und wenn du dir überlegst, einen dieser Repeater zu kaufen, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findest du meine Amazon Affiliate Links. Wenn du diese nutzt, kann ich an diesem Kauf mitverdienen. Als Fazit kann man sagen, der Repeater 6000 ist doppelt so teuer, hat aber einige Vorteile durch die Integration von WLAN 6. Lohnt sich natürlich nur, wenn deine Hauptbox auch WLAN 6 kann. Wenn deine Hauptbox ohnehin kein WLAN 6 kann, dann lohnt sich auch der Repeater 6000 nicht.